Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Mega Man Ultra, hier 93 Trophy. Im letzten Teil einige Level probiert, da haben wir die Hoodman Stage gesehen und auch die Quickman Stage, aber Airman hat schließlich hier einen neuen Gewinn gebracht, den Topspinner und den Rush Strat. Die Fähigkeit, das Hilfsmittel, was ich freischalten wollte, um hier bei diesem Part ein bisschen besser voranzukommen. Hoffentlich verbraucht es nicht so viel Muni, oder hoffentlich ist der Part nicht zu lang. Oh, den muss ich wieder. Ich probiere mal die neue Waffe. Topspinner, whoop. Oh yeah. Oh yeah, yeah. Yeah, absolut yes. Of course, yes. Mhm. Jawohl. Oh ja, die Waffe ist gut. Die ist nice. Okay, bloß. Ach, lass mich doch bitte nach rechts fallen. Lass mich doch einfach mal nach rechts fallen, bitte. In zwei Parts eigentlich zu. Weg da. Bisher nur zwei Bosse besiegt, aber dennoch, ich habe Spaß bei diesem Spiel. Bei diesem Mod. Keine Ahnung, wie ich es jetzt nennen soll. Das war knapp gewesen. Oh, wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich die Mutti aufgenommen. Okay, die Feder kann ich doch. Der Eisbubble, oder? Jawohl. Gebt mir die Energie. Gumdrops. Alter, schubst mich bloß nicht runter, ich warne dich. Ich hätte mich auch mal weiter bewegen sollen. Gibt es einen richtigen Moment, wo ich rüberspringen kann, dass er mich nicht runterschubst? Ich muss beim nächsten Mal drauf achten. So, jawohl. Okay, irgendwann wollen wir halt einfach Zeit ausnutzen. Chimik. Shamashingi. Nein, auch nicht schon wieder. Weil ich zu gierig war. You lose. What do you lose? Be precise. What do I lose? The game? No, I can continue. Wait, what? My life in the game? Okay. My fun? No. Nope, dude. I don't lose my fun here. I gain fun. It is fun. Okay. Yep. Jawohl. Richtig so. Erwischt. Der war schon mal schnell. Der war schon wieder mal schneller gewesen, mein Freund. Okay, Unverwundbarkeit halt einfach ausnutzen. Oh, Label, Energie. Nicht schubsen. Na, zum Glück hatte ich das extra Leben. Das alles gut. Wie bin ich beim letzten Mal durchgekommen? Ich glaube, ich habe wirklich einfach nur auf die Unverwundbarkeitszeit gesetzt. Und weg mit dir! Und weg mit dir! Jawohl, danke schön. So, und jetzt einfach schnell. Und einfach weiter. Oh, wäre ich nicht gesprungen, hätte es geklappt. Ich sollte langsam machen. Aber wenn ich zu langsam bin, dann kommen hier die Gegner. Und härter. Jawohl. Puh. Das war perfekt. Okay, treff mich und hinfort mit mir. Opa, da kommt er wieder. Ahaha. Jesus. Mini. Ulalala, Schatzchen. Und hopp. Na, da kann man auch besser durch, aber hey. Und weg. Die wollten mir nur den Gegner zeigen. Ist in Ordnung. Moment, kann ich wieder Tailies locken? Put. Kleine Tailies, kommt zu mir. Okay, jetzt sollten. Okay, ich probiere, drei hinter mir zu kriegen. Ist nicht so einfach. Okay, jetzt sind hier drei und... Achso, aber jetzt sind drei. So, folget mir.
Okay, ganz ruhig. Höp. Höp. Gut, wie locke ich hier jetzt drei Tellys an? Dass sie mich nicht stören. Können hier drei Komps? Okay. Wie mache ich es am besten? Nein, schade. Es ist nicht Rush. Es ist der normale Chat. Und ich bin drüben. Ah, super. Okay. Also mit dem Chat hat es gepasst bis zu der Stelle. Und super. Alter Vater, wo erwischt er mich nicht? Jawohl, huhu, und Energie wieder zurück. Wunderbar. Okay, hoffentlich nichts mit Löchern. Alles klar, Tutti Frutti, sag ich mal. So. Ich weiß ja, bei Overload war ja hier das mit den Lavaseen. Hoffentlich ist hier nichts mit Lavaseen. Nur ganz unbehört, oder was? Alter, wow! Der ist schnell. Und er ist hinüber. Wow. Ich glaube, das waren drei Schüsse, die er gebraucht hat. Also mit der richtigen Waffe hat man hier wirklich immense Vorteile. Ich weiß es. Also die sind alle schneller. Okay, was gelte ich? Irgendwie in Eternal Fire oder Get Strapped with Heat Buster? Ich glaube, das ist der gleiche Name, oder? Und neues Item. Yes. Okay, zwei. Eins, okay, zwei weiter Schalter, okay, Messerschwamm, Dr. Wild. Erleuchten Sie meine Welt. Rush One, was war eins? Eins war genau die hüpfende Plattform, zwei waren diese Dreierplattformen. Ne, zwei war der Chat und die drei waren die Dreierplattform. Oder was andersrum, waren eins die Dreierplattform und war drei die springende Plattform? Ich, Rush Lifter, wird's mir ja gesagt. Lifter, damit meint es wahrscheinlich, das, was mich da oben bringt. Okay, ich habe nun Heat. Heat war gegen... Warte, fällt mir ein, ich habe die Crashman noch gar nicht gemacht. Wer hatte die Heatman-Waffe als Schwäche? Ich glaube, das war Woodman. Also das war seine eigentliche Schwäche. Warum sage ich eigentlich? Weil sie Metal Blade... Warte... Eddie? Ja, Eddie, was machst denn du da? Du bist aber... Welche ich nicht finde, Freddy. In Freddy, Eddie. Ah, okay, das ist hier die... Okay, das ist die fliegende Plattform. Gut, das müsste eigentlich hin. Ah, diesmal... Das war... Okay. Ich krieg den Energietank. Jetzt. Ah, komm. Den kriege ich jetzt. Ich springe immer zu früh. Ich springe zu früh. Erst wenn er das Blinken anfängt. Und natürlich in die Stacheln rein. Jo, meine kleinen, meine Fake-Eddies, kommt mir her. Kommt, Papa Mega Man. Put, put, put. Kommt her. Oh, die sind so süß. Die sind so süß, möchte ich gar nicht wehtun. Ja, super. Will ich es mir holen? Ich will ihn mir holen. Und hopp. Jawohl. Dankeschön. Oh, schon wieder ein Fake-Freddy. Und die Tellys sind auch im Freddy-Look. Freddy-Look, im Eddie-Look. Wobei, es könnte Freddy sein. Der Fake-Eddie ist der Freddy. Ich glaube, das hatte ich schon mal, oder? Hatte ich das bei... Ich glaube, bei Rosenkotz, der 2 Silber, das hatte ich da, hatte ich es glaube auch mit dem Freddy, oder? Ah, nee, da hatte ich es mit dem Baddy, weil er ja böse ist. Aber das ist der Fake. Das ist der Freddy. Das ist der Cousin vom Eddie. Seien wir mal nicht so fies. Oh, Mann. Oh, stimmt, jetzt sehe ich es ja. Das ist aus der Trillman Stage. Ich bin ja eigentlich bei der Clashman Stage. Oder Crashman? Was? Crashman? Uppala. Das sind mir zu viele. Jupp, jupp, jupp. Jupp. Ah, weg da. Okay, dann ist es ja gut, dass ich hier mir das hier, die Stage genommen habe. Denn hier kann ich einfach schön mit dem. Da hoch. Ansonsten hätte ich hier wegen der Pixelsprung machen müssen. Ahaha, Spülmaschine.
Ey, das ist die Spülmaschine. Okay. Oh, Bucket, der kann mich erwischen. Wenn er weit schießt. Und wenn er nach oben schaut. Oh. Leben bei ihm, aber ich lasse es. Das ist mir zu riskant, da wieder in die Stacheln ranzufliegen. In die Bohrerstacheln. Stachelbohrer. Ja, super. Du kannst dich zerstören? Das ist aber neu. Oh, 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 oh. Und hopp! Hätt ihr bitte! Hätt! Haha! Beruhig dich, Mega Man! Ja, kann ich mich hier beruhigen? Hier ist tot! Hier ist tot! Oh, verdammt! Oh, schade, schade, schade. So, die Frage ist, ich glaube, bei ihm, was war seine Schwäche? Oh, bei ihm war es die Ärmelwaffe. Ich konnte ihn also besiegen. Retry, okay, lassen wir. Hat sich das jetzt gespeichert? Habe ich ihn verloren? Nein, der wird nicht gespeichert. Okay. Put. Kleine Freddys, kommt doch her. Kommt her. Alter. Ja. Ja, ich sehe schon, wie die Walking Helmies. Und hopp. Und jip. Ah, schade. Oder gehe ich einfach hier und mache einen ganz knappen Sprung. Der muss noch knapper sein. Komm schon. Ich will den Energietank. Ich will beweisen, dass ich ihn hier kriegen kann. Ah, da wollte ich mal schlau sein. Aber bin ich hingehauen. Haut ja nie hin. Ich hab die Technik. So. Aber nicht hier. Jawohl, da habe ich die Technik. Das ist die Technik. Ja, so. Ja, danke. Energie, GG. So, alles wunderbar. Ah. So schnell, du kleiner Freddy. Der Freddy-Schütze. Aber ich bin schneller. Ich bin gewitzter. Ja, und du bist gemeiner. Ja. Zumindest den habe ich jetzt schon. So. Der respawnt? Bitte? Aha. Ist ja interessant. Einfach so, ja, also letzter Versuch, aber ja, dann hole ich ihn mir. Und hopp. Jawohl, zwei. Zum Preis von einem. Von einem Leben. Alter, ich muss schneller sein. Ich muss schneller sein im Schießen. Ich habe gerostet. Okay. Hirse! Aha! Kommt her. Hörte! Ah, natürlich in der Sprache. Natürlich. Alter. Ah, das war der Dreck. Und wenn wir keine Zeit ausnutzen und wenn es zu hart wird, habe ich ja zwei Energietanks. Alter, da. Dankeschön. Ah, da ist ja auch noch einer. Da war ja auch noch einer. Habe ich total vergessen. Meine Erinnerung lässt mich im Stich. Und hopp. Ich glaube, hier könnte ich bald demnächst einnehmen. Oder ich nehme die Doppel-Energie. Ja, oh, puh, das war knapp. Letzter Versuch. Also aufpassen. Nicht wieder in die Stacheln rein. Komm schon, Jawohl. Komm schon, das kriegste. Ah, zu früh. Oh, Moment, ich kann ja den oberen Weg nehmen. Und da ist doch, glaube ich, noch ein zweiter. Ein dritter Energietank, oder war es ein Leben? War es ein Leben? Kann mich gerade nicht erinnern, ganz ehrlich. Ja, noch ein Leben war hier. Aha, ausgetrickst.
Oh, doch! Das stimmt, ich kann ja nicht sliden. Also, ich kann den erwischen. Ja, jawohl. Jawohl. Komm schon hoch, komm schon hoch, komm schon hoch. Goldene Garn. Jawohl. Ah, schade. Jawohl, jawohl, jawohl. So wird's was. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Komm schon. Jawohl, weg mit dir. Hihi. Hab den Checkpoint gemacht. Jawohl. Ah, bitte nichts mit Stachelsprüngen. Ah, super. Naja, zumindest bleiben die Stacheln. Also dadurch, dass die Stacheln hier leuchten, erkennt man, wo man springen darf und wo nicht. Daher ist es einfacher. Okay, ganz vorsichtige Sprüngle. Okay, jetzt sehe ich gar nichts. Ich sehe gar nichts. Lauf ich? Habe ich vor. Mache ich Fortschritt? Oh, Leiter, okay. Das habe ich. Wie lange war ich jetzt gegen die Wand gelaufen? Weiß nicht. Da ist wohl der Strom ausgefallen beim Dr. Wily-Schild. Wofür das denn hier? Wupp! Yep, der, wo den Level designt hat, der mag Leitern. Okay. Ach stimmt, das war ja die Crashman Stage. Habe ich wieder total vergessen. Volle Kraft. Hole! Come on, do it! Alter, zwei Schüsse. Oh, und jetzt mit der Crash? Was? Wer hatte die Crash-Waffe? Crashman als Schwäche. Das war Quickman, oder? Quickman war, hatte die Crash-Bombe als Schwäche. Glaube ich doch zumindest, wenn ich mich. Get strapped with Rector Claw. Ja, stimmt, die Waffe hat was von der Klaue. Love Select! Gut, die Hälfte der Bosse ist erledigt. Zwei Bosse in einem Part. Wunderbar. Das war doch klar. Ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe von Mega Man Ultra gefallen. Hier muss ich leider mit dem Part beenden, aber demnächst kommen dann jetzt die andere Hälfte der Doktor, der Robot Master. Und dann geht schon wieder zu den Wily Stages. Also dieses Spiel geht schneller voran als bei Mega Man 8. Freut mich. Gut, ich hoffe, Sie hatten Spaß. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte in den Kommentaren wissen und wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Von Mega Man Ultra, ich bin der 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.